Liebe Freunde, herzlich willkommen und einen wunderschönen Sonntag hier zu unserem ersten Let's Play Podcast und zwar von der Seite letsplays.de. Ich bin der Sonki, ich habe mich auf die Aufrufe, die letsplays.de gestartet hat, beworben und ich habe gesagt, ich mache Podcast und da man Podcast nicht als Monolog führt, sondern sich da mal ein paar Gäste einlädt, habe ich mir das natürlich auch gleich nicht nehmen lassen, mir ein paar Gäste einzuladen, weil letsplays.de, was lädt man sich dann ein? Let's Player. Und zwei davon habe ich am Start. Das eine ist der Inferno LP. Hallo Leute, ich bin der Inferno. Auf meinem Kanal gibt es Hardcore-RPGs und alles, was mit Multiplayer und mit Action zu tun hat. Und ja, ich bin wahnsinnig froh, dabei zu sein, Sonki. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und damit wir auch noch eine dritte Meinung zu unseren Themen haben, habe ich den Papaya noch eingeladen. Hallo. Das war alles? Ja, das war alles. Okay, noch ein bisschen Lampenfieber vor dem Podcast. Braucht ihr aber alles nicht haben. Wir machen das in relativ lockerer Runde. Wir wollen ja die Zuschauer oder Zuhörer ein bisschen unterhalten. Und ja, was soll das erste Thema sein, wenn das Ganze von let's-blaze.de kommt? Natürlich die Webseite. Ich weiß nicht, seid ihr angemeldet bei let's-blaze.de? Bin leider noch nicht dazugekommen, Sonki. Aber ich werde das so schnell wie möglich nachholen. Ich auch noch nicht. Okay, aber ihr kennt die Seite, habt ihr sie schon mal gesehen? Ja, also Seite habe ich auch offen nebenbei, also gerade auch wenn man draufkommt. Sehr übersichtlich, man weiß sofort, wo man ist. Richtig gut. Okay, was halt das Gute ist, es gibt ja mittlerweile, der Markt ist ja sehr, sehr, sehr überlastet oder übersättigt mit Let's Play und es gibt sehr, sehr viele Let's Player und letsplays.de fasst die alle so ein bisschen zusammen von groß über mittel bis ganz klein. Jeder kann sich da registrieren, jeder kann sich da anmelden und kann da seine eigenen Let's Plays vorstellen, kann Leute für Let's Play Together suchen und was eine richtig geile Aktion ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt, die wählen unter anderem den Let's Player des Monats. Kennt ihr das? Nee. Ja. Okay. Okay, Papaya, du kennst das schon? Ja, Let's Play des Monats kenne ich. Weißt du, wie das funktioniert, worum es da geht? Nicht ganz. Okay. Ja. Also, es wird immer natürlich logischerweise der im Vormonat genommen, man hat dann halt Zeit, im Juli bis Ende Juli Videos einzureichen, die definitiv aber auch in diesem Zeitraum auch veröffentlicht worden sind. Also ich kann sich in meine Trickkiste greifen und kann sagen, oh, aber im Mai hatte ich ein richtig geiles Video. Das nehme ich da einfach, sondern das muss wirklich aus dem Monat sein. Diese Videos kann man dann präsentieren. Und dann hat man eine Deadline, die ist meistens so, ja, sag mal zwischen 23. und 25. des Monats. Und dann gibt es eine Jury, bestehend aus den Let'sPlays.de Teammitgliedern und ein paar Let's Playern. Und die schauen sich das Ganze dann an und vergeben dann Punkte. Und derjenige, der Let's Player des Monats wird, ist natürlich der mit den meisten Punkten. Bisher war es halt immer so, dass der dann oben eine schöne Bannerwerbung hatte. Und jetzt gibt es auch noch ein kleines Stückchen Hardware mit dazu. Das ist ganz, ganz neu. Also, wenn ihr euch da anmelden wollt, solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Wenn ihr meint, ich bin, dann macht das, postet das und vielleicht habt ihr ihr Glück und seid demnächst schon wieder hier, weil ich habe halt gesagt, hier im Let'sPlay.de Podcast werde ich mir natürlich den Let's Player des Monats schnappen. Und da kann er natürlich mal ausgiebig über seinen Kanal sprechen. Also, sprich, der Let's Player des Monats September. Du konntest dich schon mal frisch machen, du bist nämlich einer meiner nächsten Gäste. Ja, ist eine gute Sache, finde ich auch gar nicht so schlecht. Und hier ist das, wäre das was für euch, sich in so ein Ranking zu stellen oder sagt ihr dann eher, nee, weiß ich nicht, dann falle ich so aus der Masse raus. Wie siehst du das, Papaya? Also, kommt drauf an natürlich, wie man an die Sache rangeht, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, finde ich. Okay, was hast du, Inferno? Ja gut, also ich meine solche Ranking-Sachen, ja auch, du kennst das ja auch sicher, Sonki, von Call of Duty oder so, wo man diese Rankings dann hat. Also es ist natürlich jetzt ein blöder Vergleich dahin, aber ja, also ich finde die Sache eigentlich sehr cool, weil man so natürlich auch dann irgendwie Connections knüpfen kann und so weiter, auch von den letsplays.de selber. Also ich finde es eigentlich eine super Sache. Also ich denke, ich werde da mitmachen und mich bewerben. Ob ich gewinnen werde, das entscheidet ihr, liebe Freunde. Aber ja, warum nicht? Finde ich eine sehr, sehr gute Sache.
Ja, ich find das überhaupt gut, dass wirklich die ganzen Let's Player nicht nur ihre Partnernetzwerke haben, so sie denn da sind, sondern auch eine Anlaufstelle haben, wo sie sich miteinander austauschen können und so weiter und so fort. Es ist natürlich immer so, ich sehe das immer so, Let's Player sind alles Entertainer, die wollen unterhalten, und da ist es immer schwer, sich in der Gruppe einzufügen. Deswegen, ja, ich weiß nicht, eigentlich könnte noch viel, viel mehr passieren mit den Let's Playern untereinander, aber so jeder will so seinen eigenen Weg gehen und viele, es gibt ja auch immer welche, die sagen, okay, ich will jetzt auf Schlag und Krampf berühmt werden, nur deswegen mache ich das. Die machen meistens ihre Let's Plays nicht wirklich lange und dann gibt es die wirklich sagen, hey, ich mache das aus Fun. Und ich weiß nicht, ob das euch mal aufgefallen ist. Ich habe das zum Beispiel bemerkt, wenn man YouTube-Videos oder Let's Plays von kleineren YouTubern sieht, sind die meistens gar nicht so schlecht, wie man immer denkt. Die haben eigentlich zu Unrecht so wenig Klickzahlen, oder wie seht ihr das? Ganz genauso, Sonki. Ich finde es auch, was du am Anfang angesprochen hast, dass viele sagen halt, die wollen es wegen dem Geld machen oder einfach nur bekannt werden, sage ich mal. Ich persönlich finde, sollte gar nicht das Ziel sein. Also ich habe mit Let's Plays zum Beispiel einfach angefangen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ich habe mir gedacht, hey, den Leuten mal zeigen, vielleicht interessiert es jemanden und wenn nicht, ist auch okay, weil ich mache das einfach für mich, weißt du? Und ja, also eigentlich genauso wie du. Dann auch mit den kleinen Let's Playern. Ich meine, ich bin jetzt selber noch ein kleiner Let's Player. Ich kenne jetzt auch einige von der Community aus meinem Netzwerk jetzt halt. Und ich muss sagen, weiße Leute, die sind wirklich Okay. hundertprozentig recht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Okay, du hast ein paar technische Schwierigkeiten im Moment, aber es geht noch. Also wir verstehen noch, was du sagen willst. Oh, okay. Was sagst du dazu? Guckst du dir immer nur die Let's Plays der Großen an oder wie machst du das, Papaya? Also, ich muss es zugeben, die kleineren Let's Player, die legen, also haben richtig viel Qualität, aber größere Let's Player, bei denen ist es eben so, dass die eben viel Unterhaltungsfaktor drin haben, weil die einfach nichts können. Es ist halt das. Und ja, ich schaue eigentlich eher größere Let's Player, aber auch kleinere. Okay, wir wollen natürlich jetzt keinen, weder den großen noch den kleinen haten, aber es ist halt wirklich so, dass die, muss das ja definitiv so sehen. Die größeren Let's Player haben die größere Community und wenn ich kann die super tollsten Let's Plays machen, wenn mir die Community hinten dran fehlt, dann kann ich halt nur beschränkte Aktionen fahren. Wenn ich einen Aufruf mache, schreibt es in die Kommentare, es schreibt halt niemand rein, okay, dann ist es halt so. Dann kann ich aber auch nicht sagen, zum Beispiel, bei irgendeinem Spiel, ich möchte halt das und das machen. Was sagt ihr dazu? Wie soll ich das machen? Und dann wartet man sehnsüchtig auf die Kommentare und dann kommt nichts. Aber das ist halt das Los der kleinen Let's Player und ich denke, das haben viele das Problem. Aber da kommen wir auch später nochmal dazu. Kommen wir mal zurück zur Seite letsplays.de, die sich ja in den letzten Wochen wirklich weit, weit nach vorne entwickelt hat. Die haben jetzt ihr zweite Mal ihr News veröffentlicht und zwar als letsplay.de News in Videoformat. Die haben da zwei, ich finde, gar nicht so schlechte Moderatoren damit ange. Im Team drin und ich denke, die machen ihre Sache ganz gut. Habt ihr diese News mal gesehen? Inferno, hast du mal geschaut, diese Let's Plays.de News? Ja, also ich habe mir das reingezogen. Ich fand das richtig, richtig, was die da machen, auch mit den Moderatoren. Also da haben sie echt ein gutes Team. Also ich finde es klasse, ja. Und bei dir? Ne? Weil du Also ich hast. muss ehrlich zugeben, ich habe es noch nicht gesehen. Okay, solltest du dir unbedingt mal anschauen. Es ist jetzt die zweite Folge oben und ja, man erfährt eigentlich alle News rund um die Let's Plays, alles, was wichtig ist, alles, was ihr wissen müsst, alles, was ihr braucht. Dann gibt es natürlich noch diese sogenannte Webvideojobs.de, die auch von der Seite letsplays.de kommt, also dass das auch ein Projekt ist, wo im Prinzip unter anderem Mediakraft Jobs ausschreibt und jeder, der irgendwie Praktikantenjobs oder Festanstellungsjobs und so gegeben hat, die können da Stellen ausschreiben, die halt wirklich für die ganzen Let's Plays. Es sind ja nicht immer nur Let's Player, die jetzt, sag ich mal, das nur als Beruf machen und sie neben, als Hobby machen und sie nebenbei Metzger oder so. Und viele sind ja auch im Genre drin und viele sind vielleicht Grafiker oder kennen sich mit Social Media aus und so weiter und die haben da sofort eine Plattform, weil wenn ich jetzt Stellenanzeigen suchen würde, stellenanzeigen.de und würde das nach den sogenannten Web-Video-Jobs versuchen zu filtern, weiß ich nicht, würde ich glaube ich keine Ergebnisse kriegen. Also,
Ich finde das ganz gut. Ja. Da stimme ich dir zu, ja. Ja. Also, finde ich eine. Jetzt hat er wieder technische Probleme. Okay. Ja, okay. Wir hoffen, wir kriegen diese Technikprobleme da bei Inferno noch hin. Wäre sonst schade drum. Ja, so viel zur Seite. Let's-plays.de solltet ihr euch mal anschauen. Vor allem die Zuschauer, die noch nicht angemeldet sind. Umgefallen. Die Zuschauer, die noch nicht angemeldet sind. Meldet euch da an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind ja alles eine Community. Eigentlich sollte man miteinander arbeiten. Und ich kenne das ja aus meinem anderen Bereich. Ihr kennt mich ja noch gar nicht. Ich bin Let's Player und DJ und zusätzlich noch Producer, so ein kleiner Workaholic. Und auch die DJs untereinander sind immer so, wenn man das alles organisieren würde und wir sind ja eigentlich keine Konkurrenz. Hey, wir wollen alle YouTube bereichern, wir wollen alle unterhalten und warum sollen wir uns nicht zusammenschließen auf irgendeine Art und Weise? Also, so sehe ich das. Was hast du dazu, Papaya? Also, ich sehe das so, die Konkurrenz ist eigentlich, also zumindest bei mir ist keine Konkurrenz da, weil ich habe YouTube angefangen, weil es mir Spaß, also weil ich Lust drauf hatte, weil ich mir gedacht habe, ja, kann man ja mal ausprobieren. Und ich denke, man sollte YouTube eher mit Spaß machen, anstatt mit dem Gedanken, ja, Geld verdienen und alles. Aber naja, manche machen es halt so. Ja, ich meine, die Intention, warum jemand anfängt, ist hier immer jeden seine Sache. Ich hoffe, der Inferno ist wieder da. Warum machst du denn eigentlich Let's Plays? Also. Warte. Inferno? Ja, hab ihn, glaube ich, gerade gehört. Ja, ich auch. Ja, ja, ich bin da. Ich hoffe, die technischen Probleme sind jetzt auch behoben. Ich habe jetzt gerade an meinem Mikrofon ein bisschen rumgespielt. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt alle besser. Also, ich verstehe dich gut. Also, sollten wir drauf aufbauen. Alles klar. Ja, warum ich Let's Plays angefangen habe, das ist eine gute Frage, Sonki. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe einen etwas größeren YouTuber gesehen, den ich von Anfang an schon verfolge. Und der hat mich irgendwie darauf angesprochen, sondern irgendwie ist da eine Flamme in mir aufgekommen. So kann man es eher beschreiben. Und ich habe mir gedacht, super cool, das könntest du auch machen. Dann wirklich schlau gemacht, habe im Internet sämtliche Foren geguckt, was brauche ich, welches Aufnahmeprogramm. Also ich habe da wirklich bei Null gestartet, weil ich war technisch, muss ich ganz ehrlich zugeben, eine Null auf dem Gebiet, gerade was mit Aufnahmetechnik angeht und so weiter. Und dann habe ich mich da eingelesen, fand es super, habe mir das ganze Zeug besorgt, ein bisschen rumgespielt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt stellst du es mal hoch. Okay. Ich kann von mir nur sagen, ich bin ja zu Let's Plays gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Bei mir war es immer eigentlich nur so, ich habe immer früher ganz, ganz viele Spiele-Tests und so weiter geschaut, bis ich irgendwie durch Zufall mal gesehen habe, was ist denn Let's Play? Und habe dann gesehen, dass eigentlich jemand für mich das Spiel spielt und wenn mir dann die Stimme sympathisch ist und irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was, du hast schon so viel mit Moderation gemacht, warum machst du das nicht selbst? Du zockst gerne. Und du bist nicht auf den Kopf gefallen, also warum willst du nicht Leute unterhalten? Und das war dann so mein Anfang. Außerdem war da noch ein ganz kleiner Hintergedanke dabei, den gebe ich noch natürlich ehrlich zu. Da ich natürlich auch eigene Songs auf dem Markt habe, da wir eigene Songs producen, habe ich immer gedacht, Mensch, die Gamer, die hören doch auch Musik, führ doch einfach Let's Play und DJ zusammen. Und daraus ist halt diese Idee entstanden, DJ plus Gamer gleich Sonki LP. Ich fand das damals, ich fand das ziemlich cool, hab ja da auch ein paar gute Leute am Start, die mir dann gutes Intro und so gebastelt haben. So bin ich eher wie die Jungfrau zum Kind zu den Let's Plays gekommen. Interessant. Ja, ist halt meine Geschichte. Damit die Leute auch ein bisschen, ich meine, ihr seid jetzt neu, die sollen euch natürlich als Gäste kennenlernen und ich erzähle dann auch immer den einen oder anderen Schwank über mich, damit man mich so im Laufe der Zeit auch kennenlernt. An die Community und an die Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, einfach in die Kommentare posten. Werden wir in der nächsten Sendung drauf eingehen und jetzt natürlich die entscheidende oder nächste Frage, die mich von bei euch ganz besonders interessiert. Soll ich vielleicht noch antworten? Ja klar, kannst du gerne, aber du hattest es schon zugesagt. Aber nein, mach ruhig, wenn du noch was hast auf dem Herzen, immer raus damit. Also ich bin zu den Let's Plays eigentlich so gekommen, dass ich eher so Real-Life-Zeug angeschaut habe, also Comedy. Und dann war da mal halt ein Display dabei, habe ich mir gedacht, hey, ja, kannst du mal anschauen. Also mein Bruder hat früher auch sehr, sehr viel Gronkh geschaut, aber das habe ich nicht wirklich wahrgenommen. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, kannst du mal anschauen. Hat mir auch wirklich eigentlich alles sehr gut gefallen.
Und dann habe ich mir halt gesagt, nach, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so, ja, ich könnte eigentlich auch mal sowas machen. Ich meine, ich habe Zeit dazu und ich habe immer, also ich zock selber gerne und dann habe ich einfach mal angefangen. Okay. Und ja, dann lassen wir die nächste Frage direkt wieder an dich, dass wir die nicht wieder auslassen oder so. Wie lange machst du denn schon Let's Plays? 2 Monate, glaube ich. 2 Monate? So um die, ja, ich kann mal schnell nachschauen und währenddessen könnt ihr schnell beantworten. Ja, dann Inferno. Ja, also, dann mache ich das Ganze jetzt erst wieder seit einem Vierteljahr richtig. Ich habe schon länger meinen Kanal. Dann hatte ich aber ein sehr, sehr großes Internetproblem mit meinem Internetanbieter. Hier hin und her und da dann wieder kein Internet gehabt. Also ein Hickhack. Und deswegen habe ich jetzt erst vor 2 Monaten wieder angefangen. Oder vor 3 Monaten, Verzeihung. So ist es dann jetzt gekommen, dass ich wirklich hier... Bei dir, Sonky. Ja, okay. Du hast wieder im letzten war wieder ein bisschen Technik, aber ich habe es noch verstanden. Ich bin komischerweise auch erst seit circa knapp 4 Monate sein, wie ich dabei bin. Den Kanal gibt es schon viel, viel länger. Ich habe früher immer so ein bisschen, ich sag mal, wenn ich irgendwo aufgelegt habe, irgendeinen Gig hatte, hatte ich einfach so ein paar Videos vom Club mitgepostet und so weiter. Oder was halt ziemlich cool ist, wenn du richtig gutes Licht hast und die Musik dazu und die Leute tanzen. Das ist natürlich in Deutschland immer so eine Sache, ne, wegen GEMA und so. Dann kam eigentlich relativ selten ein Video, hin und wieder mal ein Spaßvideo und irgendwann, wenn man meinen Kanal anschaut, von ganz unten nach oben, schlagen auf einmal die Let's Play-Videos so zu. Und ich bin da, ich weiß nicht, das war irgendwie, bei mir war lange, lange der Wunsch, Let's Player oder Let's Plays zu machen. Nachdem ich das, ich vorhin erzählt habe, weiß ich nicht, habe die Let's Plays gesehen und dann habe ich ein halbes Jahr auch nicht wirklich drüber nachgedacht, aber der Wunsch so, irgendwann machst du das auch mal. Aber dann war immer dieser Faktor Zeit und so weiter und irgendwann war der Knoten gerissen und von da an hagelte es Videos bei mir. So ist es bei mir gewesen, kann ich nur, ja. Also ich habe mein erstes Video am 14. oder 13. Mai hochgeladen. 14. Mai, das heißt, es sind jetzt 5 Monate und 13 Tage. Okay. Was mich auch natürlich auch interessiert, wir fangen direkt wieder bei Papaya an, der ist gerade so gut am Reden. Wie machst du auf dich aufmerksam? Also wie bringst du Leute dazu? Das ist ja das, was auch viele, viele Let's Player interessiert und was das Problem ist. Wie kriegst du Leute dazu, deine Let's Plays zu schauen? Was nutzt du in Social Media, Freunde an oder wie bringst du Leute auf deinen Kanal? Muss ich ehrlich zugeben, eigentlich gar nicht. Ich mache überhaupt keine Eigenwerbung. Also, weil, ich weiß nicht. Ich meine, natürlich, Erfolg ist schön, nur ich mache die Let's Plays aus Spaß. Und dann muss man halt auf mich kommen und ich weiß nicht, ja. Also ich bin halt jetzt nicht wirklich so ein Fan davon, Eigenwerbung zu machen und deshalb mache ich es auch nicht. Okay, wie sieht's bei dir aus, Inferno? Ja, also ich habe natürlich ein paar Freunden gesagt, die auch Games spielen. Schaut euch mal rein, vielleicht taugt's euch ja, empfehlt mich weiter, so habe ich's gemacht. Es gibt auch eine Facebook-Seite jetzt von mir seit neuestem. Ich mache jetzt da nicht so explizit Werbung, sage ich mal. Ich poste halt auf Facebook dann das neueste Video, schreibe halt was dazu. Und ich denke, das kommt mit der Zeit einfach von selber. Wenn man sich dann mal rumspricht, wenn man Videos hat zum Beispiel, Video mit sehr großen Aufrufen, dann ist da recht weit oben zum Beispiel, was andere Let's Player jetzt auch interessieren würde von dem Projekt, dann kommen da automatisch die Leute, denke ich. Also ich glaube, so viel Werbung zu machen, ist sowieso immer eine schwierige Sache, weil wie erreichst du die Leute? Du musst ja für Werbung auch Geld investieren, sag ich mal. Und viele haben da vielleicht auch das Geld nicht, das ist ganz klar, es ist ein rares Gut. Von daher, also Eigenwerbung so in der Sache mache ich halt dann über Freunde oder über Weiterempfehlungen, aber okay. Das ist eigentlich Sonky. Ja, was ich noch kurz dazu sagen will, was du jetzt gesagt hast, ich habe auch einen Freund, mit dem mache ich halt immer wieder ein paar Scherze drüber. Und also ich finde jetzt, auf das Thema werden wir später noch kommen, die Network Buddies. Also durch diese Gruppe wird man, also pusht man sich auch selber etwas hoch und das ist eigentlich die beste Werbung, finde ich, wenn man mit anderen YouTubern eben was macht. Okay, kommen wir wirklich später noch dazu, weil ich möchte da jetzt auch nicht vorgreifen und weil das ist ja auch noch
Ich stimme ja die Themen immer mit dem Let's Plays DE Team ab und von Network Buddies wissen die alle noch gar nichts. Da kommen wir wirklich zu einem späteren Zeitpunkt in der Sendung noch dazu. Zu mir kann ich sagen, bei mir ist es so, ich habe eine eigene Facebook-Gruppe, also ich habe eine Facebook, was Quatsch, eine Facebook-Gruppe, ich habe eine eigene Facebook-Seite gemacht für Sonki LP, es gibt eine DJ Sonki-Seite, es gibt eine Privatseite von mir, die eigentlich schon gar nicht mehr privat ist, weil ich nutze Facebook mittlerweile fast nur noch für kommerzielle Zwecke, das heißt also, muss ich nämlich dazu sagen, wenn man eine Veranstaltung macht bei Facebook, mal ganz kurz abgeschweift, ist es halt so, wenn ich selbst wenn ich als DJ Sonki meine Veranstaltung erstelle, habe ich keine Möglichkeit, meine Fans einzuladen, sondern ich muss die aus meinem Privatprofil nehmen. Ich hätte also meine DJ-Seite eigentlich als Privatprofil machen müssen, um die Leute, die tatsächlich da drauf sind, noch einzuladen. Ist so ein Manko von Facebook. Kann ich aber mittlerweile mit leben, also von daher. Und ich habe halt eine eigene Seite Sonki LP bei Facebook. Ich habe einen Sonki LP Twitter-Account und das, was relativ noch wenige Let's Player haben, ich habe eine eigene App, und zwar für Android und für iOS. Gibt es also sowohl bei Google Play als auch im App Store kostenfrei. Und mal runterladen. Genau, kann man sich runterladen. Dann siehst du immer, kriegst du sogar, wenn du das einstellst, ein Pop-up, immer wenn ich ein neues Video poste. Ja, ist jetzt nicht so, dass das Millionen oder Hunderttausende sich runterladen, aber ich finde es eine coole Sache. Und was viele Let's Player eigentlich vergessen, die stellen ein Video rein, schauen nächsten Tag rein, wie sind die Aufrufzahlen, schauen vielleicht den übernächsten Tag wieder rein, wie sind die Aufrufzahlen und ärgern sich und denken, ach mein Gott, 7 Leute haben das gesehen, ich habe mir da so eine Arbeit gemacht. Aber eigentlich muss man da so ein bisschen um die Ecke denken, weil je mehr Videos ich reinstelle, desto größer ist die Chance, bei YouTube durch Zufall von irgendjemand angeklickt zu werden. Wenn ich dann was reinstelle, was jemand anders gefällt, dann wird er definitiv sagen, hey, das Video ist cool, da gucke ich mir mehr von an. Und wenn er sich viele Videos anschaut, kann es sogar sein, dass er sagt, Mensch, der macht das richtig gut und abonniert im Prinzip den Kanal. Das heißt also, es ist gar nicht ausschlaggebend, wie viel man in Werbung investiert, sondern muss einfach das, was andere sehen, muss einfach gut sein. Das muss einfach animieren, durch irgendwas bei diesem Kanal zu bleiben. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich habe Kanäle gesehen, da habe ich nach 2 Minuten ausgemacht, weil da passt einfach die Stimme nicht dazu. Wenn ich da jemanden höre und sage, ja, und dann gehen wir jetzt hier lang, biegen links um. Ecke und da steht die Schatzkiste. Wenn wir die öffnen, ist ein Schatz drin. Irgendwann sagst du dir, ey. Diese Let's Play, die immer keine Gefühle reinbringen. Monotone Stimmart, das ist natürlich auch was, dass die Stimme Musik haben muss. Das wirst gerade du als DJ verstehen, Sonki. Ja, sehe ich absolut genau. Die kann man sich stundenlang angucken und dann gibt es YouTuber, wo du dir echt nach 2 Minuten denkst, nee, gar nicht. Wobei ich noch kurz auf was eingehen möchte, Sonki. Ja, okay. Weil du es mit den Abos angesprochen hast. Um den kleineren Let's Playern oder die gerade erst anfangen oder es vielleicht machen wollen zu sagen, selbst wenn ihr nur einen Abonnenten habt, stellt euch das anders vor. Stellt euch nicht vor, Fame zu haben, erfolgreich zu sein. Stellt euch vor, es gibt einen Menschen in Deutschland, der euch abonniert, dem gefallen eure Videos, der guckt eure Videos regelmäßig. Für mich persönlich als Let's Player gibt es da nichts Befriedigenderes als Gefühl, außer, hey, es gibt Leute, die interessiert, was ich mache. Egal, ob das einer, 100 oder 1000 sind, erstmal keine Rolle. Aber es gibt einen Menschen zum Beispiel, der eure Videos guckt. Allein das ist schon eine super geile Sache, die die meisten Leute in ihrem ganzen Leben nicht erfahren werden. Deswegen lasst euch da wirklich nicht so von den Zahlen kaputt machen. Macht's einfach, wie ihr wollt. Und das ist das Grundkonzept, weil stellt euch das wirklich vor, ihr könnt zwar 100.000 Leute haben, natürlich eine feine Sache, aber selbst wenn ihr nur einen habt, könnt ihr stolz drauf sein, ein Mensch in Deutschland guckt eure Videos an. Allein das ist schon eine super Leistung, finde ich. Dafür hat jeder Erfolg verdient oder jeder kann sich darüber freuen. Das muss ich sagen, ist ein sehr, sehr cooles Statement und vor allem, es ist auch, in meiner Meinung, es ist auch wichtig und eigentlich auch besser, wenn man stetig wächst. Wenn jetzt ein Let's Player, stell dir vor, Papaya, du stellst ein Video rein, von heute auf morgen guckst du da rein, hast auf einmal 100.000 Klicks da drauf. So. Du denkst, boah, wie geil. Ja, vom Finanziellen mal abgesehen, hast vielleicht monetarisiert, sprich, da kommt eine Werbung mit, ist alles okay, du freust dich und dann gehst du rein und fängst an, ich meine, der kleine Let's Player kennt das ja bestimmt genauso, du freust dich wahnsinnig, wenn da irgendeiner einen Kommentar reinschreibt und da wirklich einer ist, den du vielleicht gar nicht kennst, der einfach nur sagt, hey, das fand ich richtig cool
Und jetzt hast du bei diesen 100.000 Kommentaren, hast du, ich sag mal, 30% Hater drin, die dann schreiben, oh, das ist ja wohl das Letzte und du solltest lieber draußen spielen gehen, anstatt Let's Plays zu machen und so weiter. Ich glaube, der kleine Let's Player, wenn er nicht in diese Sache reinwächst, der kann damit überhaupt nicht umgehen. Also, weil du musst aber dir ein dickes Fell auch anwachsen. Naja, du musst es aber immer so sehen. Wenn einer irgendwie, okay, wenn einmal einen Hater-Kommentar schreibt, dann natürlich wird er wahrscheinlich nie wieder zu dir schauen. Aber es gibt wirklich solche Leute, die klicken eure Videos an, einfach nur um zu sagen, den mag ich nicht, den gebe ich auf jedes Video ein Dislike. Aber ihr müsst euch immer denken, Hater, die sowas machen, sind die besten, nennen wir es mal Kunden, weil die rufen eure Videos eben auf. Das ist gar nicht so falsch, was du da sagst. Da ist wirklich was Wahres dran. Der Witz ist natürlich auch, wenn du es wirklich schaffst, ich finde, Gronkh hat dazu mal ein richtig geiles Statement abgegeben. Der hat einfach gesagt, er geht nicht nur und sperrt die Kommentare, sondern entweder er filtert das oder er ignoriert es einfach. Es ist ihm egal. Denn wenn er jetzt auf so einen Kommentar antwortet, derjenige, der sich das Video disliked oder liked oder was auch immer und seinen Kommentar gibt, der hat vielleicht, weiß ich nicht, 5 Abonnenten oder so. Wenn Gronkh jetzt hingeht und antwortet auf diesen Kommentar oder erwähnt den in irgendeinem Let's Play, dann hören plötzlich Hunderttausende von diesem Hater und er kriegt im Prinzip das, was er will, nämlich Nahrung. Wenn du den komplett ignorierst, ich hatte einmal, muss ich zugeben, die Beta von, wie hieß das Autorennspiel, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Bossa? Nee, das Free-to-Play, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Wo die Beta zocken konnten. The Crew. The Crew. Genau. Jetzt, oder? Ich hatte mir Let's Plays Videos angeschaut. Ich hatte leider noch keinen Beta-Key so früh. Und was mich wunderte, kein Mensch hat dieses Tutorial gezeigt. Alle hatten sofort das Game gezeigt. Irgendwann hatte ich das Glück, hatte endlich meinen Beta-Key. Und ich muss euch sagen, ihr könnt jetzt lachen oder nicht, ich habe dieses Tutorial gar nicht geschafft. Ich kann machen, was ich will. Ich habe dieses Ding nicht geschafft. So. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, keiner der Let's Player zeigt dieses Tutorial, deswegen zeigst du jetzt einfach, warum du The Crew nicht Let's Playen wirst, weil du kommst nicht übers Tutorial drüber. Hab dann ein Video reingepostet mit mehreren Versuchen, dieses Tutorial zu schaffen und hatte da ein paar Aufrufe drauf, keine Ahnung wie viel, ist auch völlig egal, und einen einzigen Kommentar, und das war so ein Mega-Hater-Kommentar, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hat mich persönlich sogar eine Weile beschäftigt, wo ich gesagt habe, warum schreibt der das? Warum schreibt der das auf so eine miese, es war wirklich eine miese Art und Weise. Und ich habe wirklich lange überlegt, was ich machen soll. Habe ich gedacht, lösche ich den Kommentar, baller der den nächsten drunter, geht vielleicht zum nächsten Video und macht das wieder. Irgendwann habe ich mich entschieden, darauf zu antworten und habe einfach drunter geschrieben, vielen Dank für deine konstruktive Kritik. Ich habe nie wieder was von dem gehört. Also das mal nur als Geschichte am Rande. Von daher, es ist wirklich, man muss wirklich damit umgehen, weil auch wenn du das sagst, ich lasse das nicht an mich ran, wenn du einen einzigen Kommentar unter dem Video hast und das ist ein Hater-Kommentar, ich weiß nicht, hattet ihr schon viele Hater-Kommentare? Ich hatte mal einen und also auf meinem anderen Kanal, wo wir Real Life, also wo ich mit Freunden Real Life Videos mache, und den habe ich aber auch gekannt, der hat sich einfach umbenannt und hat dann halt voll die Scheiße drunter geschrieben. Und ich habe mir gedacht, es ist mir egal, weil mir macht Spaß und manchen Leuten gefällt, sonst würde man keine Klickzahlen bekommen, sorry. Und ja, deshalb, ja. Okay, und bei dir, Inferno, hattest du schon mal so richtig, richtig mega Hater-Kommentar? Also da muss ich sagen, sonst hatte ich richtig, ich habe bis jetzt nur positiv, und so Hater-Kommentare hatte ich noch gar keinen. Okay. Das ist, glaube ich, wieder technische Probleme. Ja. Oje, also es tut mir wirklich sehr, 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 sehr leid an alle, die das jetzt hören. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem und meine Statements kommen an. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, liebe. Ach, ich denke, das kann halt passieren und es ist halt so, dass wir hier nichts schneiden, sondern dass das live aufgenommen ist und von daher. Ja, ich habe nochmal geguckt, am 30.08. habe ich das Video veröffentlicht. Ich komme jetzt leider nicht auf die Kommentare, weil irgendwie, ich weiß nicht, ist es bei euch auch so? Momentan ist es bei mir bei YouTube so, dass er einfach auf dem Mac die Kommentare nicht lädt. Kann machen, was ich will, kommen die Kommentare nicht rein. Da ich keinen Mac habe, aber iPhone, und bei mir ist es so, beim iPhone zeigt er mir keine Kommentare an.
Okay. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist da draußen. Wenn ihr auch momentan die Probleme habt, überhaupt, egal ob das Mac oder PC ist, dass ihr nicht die Kommentare lesen könnt, schreibt es mal nur in eigener Sache in die Kommentare rein, weil vielleicht kann man das auf dem Kanal hier bei letsplays.de lesen. Und vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, wie ich das irgendwie wegkriege. Weil, Also, ich habe schade. ehrlich gesagt keine Probleme mit den Kommentaren. Okay. Aber wie gesagt, ich kann es nicht lesen und ja, von daher. Was soll's? Ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Nächste Frage, die ich an euch habe. Ich habe mir ein paar Fragen zusammengesucht. Ja. Wie findet ihr denn Partnernetzwerke? Nutzt ihr sie? Warum nutzt ihr sie? Und was für Möglichkeiten bieten die euch? Wer will? Mir ist egal. Dann fange ich an. Okay. Also gut, ich bin in einem Partnernetzwerk. Allerdings ist es, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier erzählen darf, was nicht. Weil es gibt bei Partnernetzwerken so Vereinbarungen, die man auch unterzeichnen muss. Ich kann nur so viel sagen, Partnernetzwerke bieten einem eigentlich mehr Support. Man kriegt zum Beispiel allgemeine Tipps oder Informationen zum Kanal und so weiter. Mehr kann ich aber an dieser Stelle leider nicht sagen. Das tut mir jetzt sehr leid, Sonki. Ich hoffe, du nimmst mir das jetzt auch nicht übel. Aber mehr kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Aber Partnernetzwerke sind eine super Sache. Man kriegt die Unterstützung, die man braucht. Man bekommt auch Zugriff auf verschiedene Medien, die man nutzen kann. Das ist es halt, ne? Okay. Also meine Meinung zu den Partnernetzwerken ist eigentlich auch ziemlich positiv. Also bei manchen ist es wirklich schwer reinzukommen, muss man sagen. Aber wir sind, glaube ich, alle in Mediacraft, oder? Donkey, bei dir weiß ich es nicht. Schon, oder? Ja, das kann man eigentlich schon sagen. Das ist ja nichts, was unter die Verschwiegenheitsklausel fällt. Was Ja. wirklich Naja. definitiv unter die Verschwiegenheitsklausel fällt, ist die persönliche Vereinbarung über Verdienst und so weiter. Da sprechen wir auch gar nicht drüber. Aber ja, wir sind alle bei Mediakraft, alle drei. Genau, Ja, richtig. und was wir später noch ansprechen werden, wir haben uns eben alle eigentlich über Mediacraft kennengelernt, weil der liebe Sonki hier was ausgeschrieben hat und dann habe ich mir halt gedacht, ja, bewirbt es sich halt mal und genau. Aber dazu später noch mehr. Ja, genau. Aber meine Meinung ist eben ziemlich positiv zu Partnernetzwerken. Also bei mir war das so, ich kann das ja mal von meinen, ich habe irgendwie mal mitbekommen, dass du, ich kannte das ja von meinen DJ-Videos, dass du, ich habe echt Mitteilungen von YouTube bekommen, weil ich irgendwie gerade ein Video gemacht habe, wo beispielsweise irgendein Song von Rihanna kam, dass es dann hieß Urheberrechtsverletzung etc. pp. Und da wurde ich ein bisschen stutzig, wie das mit diesem Videocontent ist, der in dem Spiel gezeigt wird. Weil das, was du im Spiel zeigst, gehört eigentlich den Entwicklern vom Inhalt her. Und ich wusste nicht, wie ist das rechtlich und so weiter. Und habe mich dann wirklich über Google gegangen und habe dann wirklich nachgeschaut und hörte dann, pass auf, wenn du in ein Netzwerk drin bist, dann bist du rechtlich abgesichert. Die haben in der Regel die Lizenzen dafür und du kannst dann darauf verweisen und damit bist du rechtlich abgesichert und dir kann eigentlich keiner was in Sachen Urheberrechtsverletzung. Und irgendwie bin ich dann auch wieder durch Google direkt bei Mediakraft gelandet, habe gedacht, okay, bewirb dich mal und so weiter. Bin da bei Mediakraft Talents angenommen worden und am Ja, da sind Anfang, wir jetzt alle drin. Ne? ja, am Anfang war das halt so, dass ich einfach gesagt habe, okay, was habe ich eigentlich von diesem Netzwerk? Habe mich eigentlich erst danach, nachdem ich diesen Vertrag unterzeichnet habe, belesen. Ist vielleicht auch nicht unbedingt klug gewesen, aber okay, es war halt so. Mittlerweile muss ich aber sagen, ich bereue es gar nicht. Also, wenn man da Mails schreibt mit irgendwelchen Fragen, man kriegt Antworten. Was das nächste Thema ist, Network Buddies, haben wir auch Mediakraft angeschrieben, um Unterstützung gebeten und so weiter und so fort. Und unter anderem veranstaltet Mediakraft, das ist auch kein Geheimnis, im nächste Woche, nee, wir haben ja heute Sonntag, mal kurz zurückrechnen. Gestern Wir gab haben es heute den, Samstag. nee, wir haben Sonntag, du musst davon ausgehen, wenn wir es ausstrahlen. Ach so, ja. Okay, gestern gab es bei Mediakraft diesen riesen Workshop Day, wo man Tipps zu Kanälen kriegt und. Und auch Let'sPlays.de wird, denke ich, davon berichten. Und das ist eine feine Sache, finde ich, dass man da wirklich Tipps kriegt, Hinweise kriegt, sich mit anderen austauschen kann. So wie es Let'sPlays.de eigentlich mit den Let's Playern überregional macht, machen es die Netzwerke, indem sie ihren Mitgliedern eigentlich Möglichkeiten bieten. Bei mir war es so, das kann ich noch dazu sagen, als Abschluss zu der Geschichte. Ich war ein wenig skeptisch geworden, nachdem ich bei Mediakraft dann den Vertrag unterschrieben hatte, angemeldet war. Gab es da ein paar Videos, die nicht ganz so toll von Mediakraft gesprochen haben, wo ich dann stutzig wurde und gedacht habe, okay, hast du da was Falsches gemacht? Mittlerweile, ich bin dann auch so fair gewesen, habe die angeschrieben, habe geschrieben, hey Leute, ich bin da ein bisschen unsicher, weil ich habe das und das gelesen und wollte ein Statement dazu haben. Und die waren da wirklich fair und haben dann gesagt, pass auf, es ist halt so, es wird halt viel geschrieben hin und her und so fort.
brauchst dir keine Sorgen machen und so weiter. Die haben mich da wirklich beruhigt und im Moment fühle ich mich da, muss ich persönlich sagen, auch relativ aufgehoben. Ich weiß nicht, da gebe ich dir recht. Was ich noch dazu sagen wollte, klar. Ich wurde, glaube ich, 20 Mal von Mediacraft abgelehnt. Ich habe mich irgendwie immer wieder beworben, weil ich, weiß nicht, DiviMove, Berlin, ich wollte halt irgendwie zu Mediacraft, ich weiß nicht, ist halt ein etwas größeres Netzwerk. Und von dem habe ich auch mehr positive Sachen gehört und da habe ich mich eben ziemlich oft beworben und wurde dann am Schluss auch genommen. Ja, und wegen den Hater, was du vorhin noch gesagt hast, Donkey, also jetzt gerade, was du mit den Videos zu Mediacraft, ne? Ja. Ist halt so, du musst halt, man muss halt auch immer rechnen, wer schreibt diese Sachen? Sind das Leute, die abgelehnt wurden? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dann sowas rein, das ist halt auch immer die Sache, die man davor erklären muss. Aber ich verstehe natürlich hundertprozentig, was du meinst. Ja, aber man ist ja halt ein bisschen verunsichert. Natürlich. Okay, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz neuen Thema. Da weiß auch, wie gesagt, das Team von Let's Plays.de noch gar nicht so richtig, worum es ging. Weil ich habe ja die Themen immer mit denen abgestimmt und habe da einfach reingeschrieben. Ich habe es wirklich reingeschrieben. Vorstellung der Network Buddies noch geheim, aber lasst euch überraschen. So. Ich habe erst gedacht, naja, da kommt, du musst uns schon erzählen, was da geht. Die haben mich da, wir haben mir da wirklich freie Bahn gelassen und deswegen muss ich da ein Stück weiter ausholen. Und zwar habe ich mir halt Gedanken gemacht. Es gibt im Forum von Mediacraft unter anderem einen Punkt, der heißt Kreativbude. Und allein dieses Wort Kreativbude gibt es eigentlich auch bei Let's Plays.de, wo man Let's Play Together und so weiter, also Freunde suchen kann. Und ich habe mir halt überlegt, es gibt ein paar Spiele. Die, wenn man die allein spielt, dann werden die Let's Plays irgendwann so öde langweilig, weil entweder du hast irgendwas Tolles, was du erzählst über die Hungersnot in Burma, beispielsweise DayZ oder keine Ahnung, aber du läufst halt stundenlang, was willst du da erzählen? Ja, kennt ihr bestimmt auch, wenn man DayZ guckt. Viele spulen wahrscheinlich auch diese Laufszenen vor und gehen dann in die Action rein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr das gemacht? Wenn ihr jetzt DayZ-Videos zum Beispiel guckt, geht ihr dann, wenn da jetzt diese tröge Szene kommt, schaltet ihr dann ab oder spult ihr vor? Wie geht ihr davor? Keiner mehr da? Doch. Ich wollte jetzt nur Papaya nicht unterbrechen, falls er anfangen möchte. Ja, also ich mache meine Let's Plays sowieso generell immer mit allen, also auch mit meinen Fehlern. Gerade wenn man mein Zelda-Let's Play guckt, ist es so, dass ich da manchmal schon nicht drauf komme, was auch meine eigene Dummheit manchmal ist. Ich gebe es ja ehrlich zu, weil ich es nicht lese. Also ich schneide da nichts raus. Also bei mir gibt es nur ungefiltert, weil ich finde, es macht auch Authentizität aus. Das mit dem Vorspulen, gerade bei DayZ, dass du es angesprochen hast, ja, weil du doch recht weite Wege manchmal hast, da könnte ich es mir als Spiel schon vorstellen. Aber generell mache ich sowas eigentlich nicht. Okay. Es gehört ja zum Spiel dazu, sage ich mal. Aber bei DayZ definitiv ja. Ja, da vertrete ich ja eigentlich die gleiche Meinung. Alles klar. Okay, um jetzt den Faden weiter zu spinnen, war halt mein Gedanke zu wissen, okay, ich habe halt gemerkt, ich hatte bei meinem Kanal eine bestimmte Anzahl Abonnenten und die stagnierte. Das hat wahrscheinlich jeder von euch oder viele von euch, dass man einfach nicht weiterkommt. So, dann habe ich mir gedacht, was für Möglichkeiten der Werbung hast du? Es gab da ganz interessante Artikel auch bei Let's Plays.de und ich hatte da auch beim YouTuber Friday mal drüber gesprochen, den es da gab. Auf jeden Fall habe ich mir Gedanken gemacht, was kannst du tun? Wenn ich jetzt jemanden abonniere und er mich abonniert, habe ich zwar ein Abo mehr, aber ich habe keine wirkliche Aufmerksamkeit mehr, weil der abonniert mich, weil ich ihn abonniert habe, aber es interessiert sich eigentlich so gar nicht für meinen Kanal. Deswegen war meine Frage, ich habe meine Social Media Accounts, ich mache so ein bisschen Werbung und wie kriege ich verdammt nochmal Leute auf meinen Kanal, damit ich mit der Community was machen kann und so weiter und so fort. Und da kam mir eine super Idee, finde ich eigentlich, ihr findet es ja mittlerweile genauso, sonst wäre der nicht dabei. Stimmt. Und zwar habe ich mir musste ich ein Game überlegen. Ich hatte schon eins im Hinterkopf. Eigentlich haben wir es ja, sagen wir mal, demokratisch beschlossen, aber ich hatte das schon favorisiert. Jedenfalls. Demokratisch. Doch, es war demokratisch. Ja, das war es wirklich, Leute. Also, der Gedanke war einfach, was kann ich tun, damit ich neue Leute auf meinen Kanal bekriege? Und der Gedanke war einfach, okay, ich mache einfach mit mehreren Leuten Let's Play Together. Das war der erste Punkt. Das war so sowieso klar, du musst mehrere Leute reinnehmen. So, es heißt ja dann immer, ich habe mir ein paar Let's Plays Together angeschaut, es heißt immer diese zweifelhafte Aufforderung, ja, und ihr könnt euch das Ganze dann auch noch auf dem Kanal von Blabla anschauen. So, dann habe ich mir überlegt, okay, du hast jetzt ein paar Let's Plays Together angeguckt, wie oft hast du dir dieselbe Szene nochmal vom anderen Kanal angeschaut? Das habe ich ein einziges Mal gemacht, weil der
Let's Player bei mir gestorben ist und auf dem anderen Kanal klang es interessant. Dann habe ich aber auch vorgespult und bin an die Seite gekommen. Also habe ich gedacht, das ist nicht der richtige Weg, das funktioniert so nicht wirklich. Und dann kam eine super Idee, ich weiß nicht, wo die herkam, wahrscheinlich habe ich hin und wieder mal einen hellen Gedanken. Auf jeden Fall war meine Idee bei diesem Let's Play Together, lass doch nicht nur denjenigen, der im Prinzip die Spielleitung für den Tag hat, rotieren, sondern lass doch die Kanäle rotieren. Das heißt, erste Folge wird auf Kanal X aufgenommen, alle anderen nehmen nicht auf, es nimmt nur ein einziger auf und die nächste Folge geht zum nächsten Spieler und auch dessen Kanal und auch er macht dann die Geschichte weiter. Das war der Hintergrund dabei, dass man praktisch gezwungen ist, wenn man den Spannungsbogen aufrechterhält, wenn man wissen will, wie die Story weitergeht, einfach auf den nächsten Kanal zu wechseln. Das bedeutet, Leute, die dieses Video sehen, müssen den Kanal wechseln. Sind die einmal auf dem Kanal drauf? Kann es natürlich sein, in 90% der Fälle vielleicht nicht, aber in 10% der Fälle kann es sein, dass die sagen, hey, das ist eigentlich ganz cool, was der da macht, weil du lernst ja denjenigen, dem der Kanal gehört, kennen, weil derjenige ist, der aufnimmt. Und dann schaue ich einfach und denke, Mensch, der hat ja das Video noch, das finde ich noch ziemlich cool. Und dann hast du vielleicht nicht unbedingt gleich den nächsten Abonnenten, aber du hast Aufmerksamkeit auf deinem Kanal. Und so rotiert dieses ganze System immer wieder. Und deswegen habe ich gedacht, maximal 10 Leute, mehr sollten es nicht sein. Und ja, habe dann Aufruf gemacht beim Mediakraft Forum, weil ich mir jemand aus dem Forum gesucht habe. Und ja, ihr wart da so cool und nett und habt euch damit beworben. Und so haben wir dem Ganzen noch einen Namen gegeben. Das Ganze nennt sich Network Buddies. Und ja, ihr könnt ja mal kurz erzählen, wie ihr dazugekommen seid. Dann erklären wir mal kurz in den Einzelheiten, was wir jetzt eigentlich wirklich machen. Ja, da war das bei mir folgendermaßen. Ich habe deinen Post im Forum gelesen, so einen ganzen Beitrag durchgelesen. Das war ja ziemlich viel, was du da geschrieben hast. Ich dachte, das ist eine geile Sache, das kann funktionieren. Ich wollte eh neue Leute kennenlernen im Mediacraft Forum und habe gedacht, ey, da bewirbst du dich einfach. Ja, dann hast du mich ja gleich angeschrieben, hast gesagt, ey, guck mal hier und schau mal und du bist genommen und so weiter. Fand ich sehr cool. Ich finde die Sache allgemein richtig. Network Buddies. Ich bin auch froh, einer der ersten Network Buddies zu sein. Und ja, ich finde es total super. Und wie gesagt, auch mit der Rotation vom Kanal, wie du es schon super angesprochen hast, ist einfach eine absolut tolle Sache. Ne? Wird auf jeden Fall ein Brecher. Ne? Also ich bin so dazu gekommen, dass es so war. Ich habe halt wirklich keine Leute, die, die wirklich auch sowas machen wie ich. Also wie gesagt, ich habe dann später noch mit ein paar Freunden einen Real-Life-Channel gestartet. Aber ich habe wirklich keinen einzigen gekannt und das war eigentlich auch ein ausschlaggebender Punkt, warum ich mir gesagt habe, ja, ich will in ein Netzwerk rein, einfach um neue, coole Leute kennenzulernen, mit denen man zum Beispiel aufnehmen kann oder was weiß ich was machen kann, halt einfach mal treffen oder genau aufnehmen. Und dann habe ich halt immer wieder gesucht und dann habe ich den Post vom Sonki gesehen und habe mir gedacht, ja, ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, bewerbe ich mich halt mal. Weil ich habe auch öfters ein paar Leute privat angeschrieben, nur waren dann größere, die dann keine Lust hatten. Und so bin ich halt auch dazugekommen, wurde dann genommen und habe mich eigentlich gleich mit allen verstanden. Ja, weil dieses genommen, ich habe halt gesagt, von der Rotation her, wir nehmen die ersten 10, die sich bewerben, sind beziehungsweise wir erstmal schauen, wie viele sich bewerben. Komme ich überhaupt auf 10? So, und dann habe ich gesagt, komme ich auf 10, sind die sowieso dabei. Komme ich also mehr auf 10 als 10, dann gehe ich nicht nach den Abo-Zahlen, weil ich finde das eigentlich blöd, weil ich ja auch vorhin schon gesagt habe, ich finde einfach, kleine YouTuber haben manchmal qualitativ bessere Videos als größere. Nicht falsch verstehen, genau. Aber es ist definitiv so. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann würde ich das fairerweise so machen, dass ich ein Video drehe, wo ich einen Hut habe oder was auch immer, Zettel da rein und dann ziehe ich mir 10 Leute raus. Mitmachen kann bei den Network Buddies im Prinzip jeder, die Frage ist nur wann, weil wir machen es definitiv so. Es ist ja nun mal so, viele verändern sich real life, machen keine Let's Plays mehr oder so, scheiden aus der Gruppe aus, deswegen machen wir so eine Warteliste und first in, first out, jeder, der auf die Warteliste kommt, hat die Möglichkeit, dann da mitzumachen. Wichtig ist, wir wollen das ja jetzt einfach, warum wir das Thema jetzt in einem Podcast machen, nicht nur, weil wir irgendwie Reklame dafür machen wollen oder so, dass jetzt jeder, der sich diesen Podcast anschaut, unbedingt die Network Buddies gucken muss. Nein, der Hintergrund ist einfach, euch zu zeigen, es gibt Möglichkeiten, macht das doch auch. Nehmt euch ein paar Leute
und versucht, Wege zu finden, es anders zu machen. Wir sind dann zum Beispiel hingegangen und haben uns dafür entschieden, dass wir das ganze System, sprich unsere Network-Buddy-Geschichte als Roleplay machen, haben uns da wirklich eine super Geschichte erzählt, da möchte ich aber nicht viel verraten. Und das wollen wir natürlich an dieser Stelle noch nicht tun. Genau, haben uns eine super die erste Folge ist ja heute schon online, muss man sagen, weil wir starten ab 1.10. Das war am Mittwoch. Und kommt dann immer einmal die Woche. Und es ist wirklich eine coole Story im Roleplay, wo man DayZ, denke ich mal, wenn man es wirklich richtig nimmt, wir haben uns natürlich für DayZ entschieden, aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Ich weiß nicht, ihr wart jetzt leider bei der ersten Folge nicht dabei, aber ihr werdet das echt merken. Du siehst DayZ aus einer anderen Sichtweise. Du siehst Dinge in DayZ, da bist du früher nur vorbeigerannt. Und das in eine coole Story gepackt, das ist im Prinzip das, was den Network Buddies ausmacht. Könnt ihr euch gerne angucken auf meinem Kanal und wenn ihr da Interesse habt, wandert von Kanal zu Kanal und wenn euch da gefällt, bleibt ein bisschen da, guckt euch die anderen Videos an, so hat, glaube ich, jeder was davon. Ja, ich denke, das reicht für Network Buddies, wollt ihr noch was dazu sagen? Du hast eigentlich alles gesagt, was es zu sagen. Was ich noch finde, ist, dass man eigentlich jetzt, also wir kennen uns jetzt noch nicht so lang, aber dass man jetzt eigentlich schon gute Freunde gefunden hat, finde ich zumindest. Ja, wir haben halt den Vorteil gehabt, das kann man ja noch dazu sagen, es geht wirklich nicht darum, da irgendwie Werbung, sondern einfach anderen Leuten es an die Hand zu geben. Wir haben dann gesagt, passt auf, wir kennen uns alle nicht, wir haben eine interne Facebook-Gruppe gegründet, wo wir die Sachen besprechen, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir Sachen besprechen und wir haben dann einfach gesagt, passt auf, wir treffen uns im TS, einfach nur zum Kennenlernen. Einfach nur mal, wer bist du, was machst du, kommen alle miteinander klar, stimmt die Chemie und so weiter und man hat da wirklich einige Überraschungen erlebt und da muss ich sagen, positiver. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich anspiele. Ja. Also, wie gesagt, ich möchte einmal gucken. Guckt euch die Network Buddies an, es lohnt sich auf jeden Fall. So, damit sollte das Thema Network Buddies auch ad acta sein für diese Sendung. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder so, die Hörer natürlich immer rein in die Kommentare. Ihr könnt da alles reinschreiben, was ihr wollt. Ihr könnt Themenvorschläge machen. Ihr könnt sagen, hey, ich habe eine coole Story. Ich möchte gerne mal einen Podcast mit vorstellen. Lad mich doch mal ein und vielleicht seid ihr in einer meiner nächsten Sendungen dann schon dabei. Was mich noch bei euch interessiert, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Was habt ihr denn vor, in nächster Zeit an Let's Plays zu machen? Also gibt es irgendwelche, wenn ihr das schon verraten wollt, aber gibt es irgendwelche Spiele, wo ihr sagt, die spiele ich demnächst? Das ist das eine. Und das andere ist, wie reagiert ihr, wenn ihr zum Beispiel sagst, es kann ja sein, du bestellst dir ein Spiel X vor, freust dich schon tierisch drauf, weil je früher du es Let's Playst, desto geringer ist die Chance, dass es andere schon Let's Playen. Und dann kommen genau die großen YouTuber und spielen genau das Spiel, was du dir vorbestellt hast, was du unbedingt spielen wolltest. Hört euch das und reagiert da drauf und vor allen Dingen, was wird es in nächster Zeit bei euch auf dem Kanal geben? Ich sage, diesmal also, fangen wir mit dem Inferno an. Ja, danke. Ja, also das mit den großen YouTubern, das ist, wie gesagt, ich habe es ja schon angesprochen, mir ist es schon viel wert, wenn einer mich guckt, weil einer seine Zeit dafür opfert. Von daher, mir ist das prinzipiell völlig egal. Oder voll offen. Was es auf meinem Kanal geben wird, werden einige Überraschungen kommen. So viel kann ich euch sagen. Wird ein etwas, also ein neues, großes Projekt wird von mir kommen. Ende diesen Monats. Bleibt gespannt. Es ist ein Exklusivtitel für die Microsoft-Konsole, also für die Xbox One. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, um Gottes Willen. Ich möchte noch nicht verraten, wo direkt was es ist. Es hat aber mit einem noch nie dagewesenen Gameplay zu tun, mit einem coolen Held, mit einem Open World und mit total skurrilen Gegnern und einem aberwitzigen Humor. Könnt ihr euch darauf einstellen, Mitte des Monats wird so sein, dass ich ein neues Projekt mache, zusätzlich zu den Network Buddies noch. Da wird es sich um Forza Horizon 2 handeln. Ich freue mich schon riesig auf dieses Spiel und kann es kaum erwarten, es endlich zu zocken. Und ja, zum Ende des Jahres hin, da ja auf meinem Kanal schon Call of Duty läuft, wird es natürlich auch ein Advanced Warfare Gameplay geben von mir, weil ich liebe diese Spieleserie einfach. Und natürlich muss ich da dann auch ein Let's Play dazu machen. Also bleibt gespannt, bei meinem Kanal bleibt es noch, wird es richtig spannend. Meine Legion, die Leute, die mich schon abonniert haben, wissen, was ich meine. Und ja, gucken wir mal, was wird. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, auch beim Sonki. Der hat da auch richtig coole Sachen am Start, gerade wenn ihr auf elektronische Musik geht.
Ja, also bei meinem Kanal kommen einige Sachen und ein Mittelalter, das fällt mir gerade noch ein. Ein Mittelalterprojekt wird noch bei meinem Kanal starten, da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten, weil das alles noch in der Planung ist und ich überhaupt nicht weiß, ob ich das überhaupt dieses Jahr noch hinbekomme, weil ziemlich viel auf mich zukommt. Und ja, dann würde ich das Wort an Papaya übergeben. Also zuerst zu dem Thema größere YouTuber. Da muss ich ehrlich sagen, es ist etwas unfair den kleineren YouTubern gegenüber, wenn größere YouTuber eben die Spiele schon vorab bekommen. Also natürlich, wenn die das zum Release gleich spielen, sage ich ja nichts dagegen, nur es ist auch sehr unfair von den Publishern, den kleineren gegenüber, dass die eben den schon Versionen geben, also die Vollversionen zum Beispiel. Das beste Beispiel, ich meine, ich will jetzt keine haten oder so, ich mag auch die großen YouTuber und alle. Aber wenn man mal South Park, The Stick of Truth anschaut, da hat PewDiePie, keine Ahnung, ein Monat, 2 Monate, sorry, schon vorher was vom Spiel bekommen. Und das finde ich halt also so unfair, weil der Typ, der hat 30 Millionen Abos und kriegt dann immer noch dadurch noch mehr. Also, ja, aber da will ich mich jetzt nicht länger aufregen. Und die kommenden Projekte bei mir sind so, naja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Assassin's Creed Unity wirklich Let's Playen werde. Vielleicht Singleplayer und vielleicht Multiplayer, wenn jemand von uns, also von den Network Buddies, Bock hat. Aber was auf jeden Fall kommen wird, ist GTA 5 für den PC. Genau. Okay. Ja, bei mir sieht es so aus. Also ich möchte mal ganz kurz auf das eingehen, was du gesagt hast. Du musst es natürlich ein bisschen aus der Sicht auch der Publisher sehen. Es ist definitiv nun mal so, wenn die großen Let's Player dieses Spiel vor Release spielen, dann sehen das viele Leute, weil die haben hohe Klickzahlen und die erhoffen sich natürlich dann auch Verkäufe davon. Aber lassen wir das Thema damit beruhen. Ja, aber du musst es ja so denken, weil die Let's Player werden es ja auch so spielen. Ich meine, wenn sie es geschenkt bekommen zu Release, ist ja okay. Nur, dass sie es schon vorher spielen dürfen, weil ich meine, die Aufmerksamkeit wird ja trotzdem noch, also ging ja immer noch die gleiche Aufmerksamkeit wie vorher. Es ist halt das, was ich damit meine. Ja, aber das ist, du musst das marketingtechnisch sehen. Das ist einfach eine Marketingstrategie. Wenn ich viele Leute habe, die heiß auf mein Spiel sind, dann werde ich am Release-Tag so und so viel verkaufen. Wenn ich am Release-Tag so und so viel von meinem Spiel verkaufe, steige ich in dem Ranking für die meistverkauften Spiele und so weiter sofort nach oben ein. Das habe ich nicht, wenn ich das kontinuierlich über einen bestimmten Zeitraum X habe. Die wollen also zum Release so und so viel Investitionskosten, die haben, wieder reinhaben, um in ihr Ranking nach oben zu gehen. Das ist meine Meinung dazu. Und Ich denke, es ist auch so, ja. wie füttere ich die Leute am besten an, indem ich denen vorab zeige, hey Leute, da kommt was so Geiles auf euch zu, das ist so ein cooles Gameplay und wie kriege ich die Let's Play oder die Gamer am meisten, indem ich den vor Release an die Großen das schicke. Was würde es denn einem großen Publisher bringen, wenn er dir vorab ein Spiel schickt? Es sehen halt leider nicht so viel, machen wir uns nichts vor, es ist definitiv so und die müssen, auch die Publisher, die haben Investitionskosten ohne Ende, die Spieleentwickler und so weiter. Die brauchen das Geld auch wieder rein und deswegen setzen die auf alle möglichen Pferde, die da sind. Selbst wenn ein großer Let's Player irgendein Spiel hatet, wenn dieses Spiel 100.000 Leute sehen, dann kann es passieren, dass 1% bis 10% dieses Spiel trotzdem kaufen und es nur deshalb kaufen, weil sie es bei diesem Let's Player gesehen haben. Und schon Ja. hast du am Release ein höheres Ranking. Aber fragen wir doch einfach die Zuhörer, was sagt ihr dazu? Vielleicht habt ihr Lust darüber zu diskutieren. Schreibt es in die Kommentare, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch da aktiv beteiligt. Ich wollte natürlich auch noch sagen, was es bei mir auf dem Kanal gibt. Am 29.09. kam ja, ich muss ja wieder kam ja sagen, Sherlock Holmes Crimes and Punishment raus. Ich hing immer noch im Testament fest, werde natürlich auch das Neue spielen. Im Oktober kommt Evil Within, wird es definitiv auch ein Let's Play von geben. Aber was viel, viel schöner ist, auf was ich mich wirklich freue, was ich wirklich ziemlich cool vom Spiel her finde, ist This War of Mine. Das ist aus von so einem kleinen polnischen Studio. Und das, wenn man liest, um was es in dem Spiel geht, finde ich es immer relativ witzig, weil die sagen, es ist eine Mischung zwischen DayZ und Sims. Das hört sich, wird das wirklich bezeichnet. Es hört sich, Echt? ja, es hört sich total crazy an. Ihr könnt das auch gerne mal nachlesen, überall steht es ja. Oder googeln. Es geht halt darum, dass es einfach, es herrscht Krieg.
Und der Krieg wird aus der Sicht der Überlebenden gezeigt. Du kannst also da craften und ich finde eher, das hat ein bisschen was von I Will Survive ohne Zombies. Und es ist, gibt halt ein Permadeath. Wenn du da Leute verlierst, sind die definitiv tot. Und du musst da auch wirklich sehr, sehr schwierige Entscheidungen fällen. Da steht zum Beispiel einer vor der Tür und sagt, ich kämpfe ums Überleben, ihr habt vielleicht genug zu essen, nehmt ihr mich noch auf? Und dann, der ist vielleicht auch krank oder so. Und dann musst du überlegen, steckt er meine Leute an, dass meine Medikamente, die ich eh nur wenig habe, zur Neige gehen? Oder aber ist das eine Belastung, dass ich da nichts mehr zu essen für meine Leute habe? Du musst manchmal wirklich Entscheidungen treffen, wo du sagst, ich muss dir den sicheren Tod schicken und sagen, sorry, nicht bei uns. Und ja, fast nach einem BioWare-Spiel. Nee. Und das wirklich mit der Community zu erleben, und ich hoffe, dass ich das mit vielen Leuten sehen kann, da wirklich nicht die Entscheidung treffen zu müssen und sagen, hey, wie hättet ihr das gemacht? Finde ich sehr, sehr interessantes Thema und ist jetzt nicht die Mega-Grafik, das muss man sagen, aber ich freue mich wahnsinnig drauf und habe das Ding auch schon vorbestellt, muss ich sagen, weil dafür wird es definitiv Let's Play geben. Was ich noch sagen wollte, weil hier bei mir gerade noch eine Star Wars Battlefront 2 CD rumliegt, Star Wars Battlefront 3 wird wahrscheinlich demnächst nicht rauskommen, wahrscheinlich erst 2015 oder 16 irgendwie so. Aber ich sag euch eins, das wird's bei mir geben. Ich bin so ein großer Fan davon. Ich hab die schon seit klein aufgespielt und werd's spielen. Also da kann mich keiner aufhalten. Was ich ziemlich cool finde, wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen, als wir jetzt alle über die Spiele sprachen, die demnächst kommen, war so eine Euphorie dabei, so eine Leidenschaft dabei und ich hoffe, falls irgendeiner von euch es wirklich mal schafft und groß wird, dass diese Leidenschaft einfach nicht verloren geht, dass das immer wieder auf die Leute übertragen wird. Das war dieses, man hat es wirklich gemerkt, im früher haben es jetzt einfach, die gehen einfach mal ein Stück zurück. Hört euch das mal an, die Stimmen sind ganz, ganz anders, auch von der Stimmfarbe her. Da war richtig Begeisterung dabei. Hey, ich freue mich drauf und du freust dich nicht drauf, es spielen zu dürfen, sondern du freust dich drauf, andere damit unterhalten zu können. Und als Schlusswort für die Runde finde ich, das ist meine persönliche Meinung, das ist das, was einen guten Let's Player ausmacht. Nicht, dass der perfekt ist, nicht, dass der 1000 da weglässt oder so, ob er einen Popschutz hat oder nicht, ob er ein Mega-Headset hat oder nicht, aber diese Leidenschaft, einfach zu zeigen, hey, Leute, ich finde das Spiel so cool, ich möchte euch daran teilhaben lassen, das ist gigantisch, das ist wie dieser Moment, als ich Vanishing of Ethan Carter gespielt habe. Du kannst es in einem Let's Play kannst du es nicht so wiedergeben, wie es, wenn du vor dem Rechner sitzt, Headset auf hast und das, was du in dem Moment fühlst, rauslassen kannst und das andere mitfühlen lassen kannst. Das finde ich, macht einen Let's Player aus. Ja? Ja. Dann sage ich auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die Einladung, Sonki. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich, dass ihr mich das mehr oder weniger bestätigt oder verneint. Weil, ach so. Also das ist doch eigentlich das, was uns ausmacht, oder? Ja, definitiv. Was interessiert mich, ob ich 50 Euro mehr habe oder nicht, wenn ich sag's jetzt mal von mir, das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber es einfach ganz nüchtern rüberzubringen. Was interessiert es mich, ob ich 50 Euro mehr kriege durch meine Let's Plays oder nicht? Kann ich mir auch durch Gigs oder andere Sachen holen? Ganz ehrlich, da ist der Aufwand nicht wert. Aber diese Leidenschaft, die man empfindet, wenn man so ein Game spielt, und wenn man die rüberbringen kann, ja, dann hat man doch eigentlich nur gewonnen. Ja. Das hatte, da habe ich noch nicht Let's Played, aber dieses Gefühl war unbeschreiblich, weil ich da auch in meinem Leben eine recht geht's ums kurz anmerken darf. Du hast schon wieder derart Aussetzer jetzt, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Da jetzt leider müssen wir es. Kannst es ja in die Kommentare schreiben, aber im Moment ist es echt mega und das wird dann auch für die Zuhörer im Ohrenkrebs, denke ich. Genau. So kann man. Ja, Ohrenkrebs ist das Beste, was man sagen kann. Okay, Freunde, dann gebe ich jedem noch ein Schlusswort von euch. Da könnt ihr euch schon mal bei den Zuhörern verabschieden und ich sag jetzt schon mal an euch, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ihr habt mir den ersten Podcast wirklich erleichtert. Am Anfang war ich aufgeregt. Ihr wisst, wie viele Anfänge wir gestartet haben. Aber vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, den Zuhörern gefällt es genauso gut. Und das Schlusswort kriegt natürlich als erstes Papaya. Ja, natürlich danke fürs Zuschauen. Ihr könnt auch auf meinem Kanal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Und es war der zweite Anlauf für die, die es wissen wollen. Das sollte man eigentlich nicht. Ist egal. versuchen wir nochmal Inferno. Kriegst du noch ein Schlusswort hin? Ich hoffe es. Wie ist die Qualität? Ist okay.
Also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Zonki. Hat mir genauso viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuschauer hatten auch Spaß, auch wenn ich technische Probleme hatte. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Auf meinem Kanal sollte das nicht passieren. Und wie gesagt, haltet auch schon nach den Network Buddies. Bis dahin, bleibt sauber und haut rein. Okay, vielen Dank nochmal, wie gesagt, an euch. An euch da draußen, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Wir sehen uns wieder zum nächsten Let's Plays.de Podcast oder Let's Podcast, wie wir es auch immer nennen wollen. Vielleicht habt ihr ja einen coolen Namen für die Sendung und denkt, ey, nenn es doch so. Einfach in die Kommentare rein. Das ist ja eine Sendung von uns für euch. Und wir sind alle Let's Player, wir sitzen alle in einem Boot und wir wollen alle nur eins. Wir wollen Spaß an der Sache haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, bis dann, euer Sonki. Bye! Tschüss! Ciao!